heilige Scheiße. Ja. Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst.
Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, dieses ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Wow, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst du von Piraten gemacht? Klar. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hä? Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Sollten wir beide lieber ein Versteck suchen. Hey, Nathan, wir kommen vom Kurs ab. Oh, wirklich? Der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hat er irgendwie die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Klar, bis auf die Riesenbelohnung auf seinem Kopf.
komm schon. Allein wie seine Geschichte ausgeht, Zin, stimmt? Wer weiß. Vielleicht war es das alles am Ende wert. Fühlt sich echt seltsam an. Jetzt stünden wir endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich empfinde ebenso große Aufregung wie Panik. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Ein Weg zum Turm. Ja. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch.
alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Sepp, hier lang. Das sieht doch gut aus. Ha. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil? Hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Seilst du dich nicht mehr? Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Können wir los? Ja, auf geht's. Ich
Schau, da drüben ist noch ein Pfeil. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Hey, da oben. Eine Art Flaschenzug oder so. Aber kein Weg nach oben. Ich sehe keinen Weg da hoch. Also weiter. Wir können los. Sieh mal an. Jetzt muss ich mit dir mithalten. So ein Scheiß. Ich sehe noch einen Pfeil. Da drüben, ein Schiff! Oder vielmehr ein Wrack.
Marco! Willst du auch irgendwann wieder zu unserem kleinen Abenteuer? Marco! Vergiss es. Du musst nicht schwimmen. Wir haben ein Boot, weißt du? Das ist ziemlich cool, was? Ja, ziemlich cool. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Versteckte Höhle, Stufen, sieht vielversprechend aus.
Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ja. Pfeiler in der Mitte der Höhle. Da kann man klettern. Oh ja. Ja, könnte klappen. Los. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja! Eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern! Ernst jetzt! Klar. Also ich find's verdammt cool. Sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Er kann, der kann, stimmt's? Und? Zählt das jetzt als prachtvoller als überall sonst? Kann man so sagen. Komm, gehen wir näher ran. Yeah.
Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Was wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Das ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Wo bist du? Was schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Das muss nicht sein, du. Bist ja auf.
Wow, super gearbeitet. Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Und ist da was? Ein Moment. Sam! Zwecklos! Sackgasse! Okay, dann also wieder zurück! Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Wie geht's dir? Schöner Sprung! Sam, hier rein! Okay! Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg.
konnte das hier niemand finden. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ich bin hinter dir. Hat geklappt. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Komm hier herum. Scheiße. Jawohl. Kommst du klar? Ja. Kinderspiel. Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte. Weit über dem Verfallsdatum. Na also. Ist alles kaputt oder so? Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay.
Okay, los geht's. Ah, ist das schwer. Scheiße. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Mal sehen, was passiert. Ah, Sie sehen die Symbole. Ja, das hilft. Noch gleich dieser Al-Basra-Typ. Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Ganges Hawaii. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Ganges Hawaii. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Und der andere Kerl? Erst war er niemand. Und dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer.